Die Osna steht seit 137 Jahren für Zuverlässigkeit und Innovation. Dazu gehört in der heutigen Zeit eben auch die Verfügbarkeit von Maschinendaten und Prozesssicherheiten. Und zu dem Zweck führen wir das IoT auf unsere Produktpalette ein. Mein Name ist Henrik Oevermann, bin 44 Jahre alt, seit über 10 Jahren bei die Osna und der Geschäftsführer des Unternehmens. Die Osna ist ein typischer Hidden Champion, ein Mittelstandsunternehmen hier im norddeutschen Raum. Wir sind seit 1885 am Markt, gegründet aus einer kleinen Schmiede heraus von der Familie Dirks und Familie Möllmann. Mittlerweile seit über 100 Jahren im Schwerpunkt der Lebensmittelherstellung für Teige, für Bäckereien aktiv und dort der Marktführer. Seit ungefähr 60 Jahren kam die Pharmasparte dazu, wo wir in den Granulationsprozessen aktiv sind und dort im Prinzip weltweit Pharmazeuten in der Tablettenherstellung unterstützen mit der Granulation. Mein Name ist Georg Bückers. Ich arbeite seit 2016 für die Osna und mittlerweile verantworte ich die komplette Technik. Mein besonderes Steckenpferd sind eben Prozesse und Abläufe. Der Umgang mit den Menschen macht mir einfach Spaß, Leute weiterzuentwickeln, Chancen zu nutzen und dabei dem Kunden auch immer das bestmögliche Produkt zu bieten. Das produzierende Gewerbe nutzt Maschinentechnik, die auch die Osna halt verkauft und bereitstellt. Und die Herausforderungen liegen halt in der Verfügbarkeit dieser Maschinentechnik. Also je weniger Ausfälle, je verlässlicher die Maschinentechnik läuft, desto einfacher ist der Kunde und kann halt günstig und verlässlich produzieren. Das ist eine der ersten Maschinen, die wir an unser IoT-Projekt angebunden haben. Damit können unsere Kunden von Condition Monitoring und Predictive Maintenance profitieren. Mein Name ist Thorsten Ewok, ich bin Teil des Automatisierungsteams. Wir haben uns für ThingWorks entschieden, aufgrund des bereits existierenden Fundaments für die Software. Dadurch konnten wir eine Menge von Entwicklungsschritten einsparen und waren sehr schnell in der Umsetzung unserer Ideen und konnten halt die entsprechende Lösung zügig realisieren. Durch die IoT-Lösung lernen wir die Verwendung unserer Maschinen durch unsere Kunden besser kennen. Dem Kunden können wir dadurch Predictive Maintenance und ein Qualitätsmonitoring anbieten. Für die Osna bietet sich die Chance in der Anbindung ans Internet der Dinge, dass wir den Kunden noch besser beraten können in Bezug auf seine Produktion. Wir frühzeitiger erkennen können, wann Serviceeinsätze oder Ersatzteile oder Ähnliches zur Verfügung stehen müssen. Spannend wird, glaube ich, sein für uns und für unsere Kunden, welche Möglichkeiten sich in Zukunft aus dem Internet der Dinge noch bieten werden. Die Osna hat über die letzten Jahre eine ziemliche Transformation erlebt. Vom Maschinenanlagenbauer hin zum Technologieanbieter. Mit IoT verknüpft werden wir unseren Kunden zusätzliche Services anbieten, technologisch wie auch in der Automatisierung, Überwachung ihrer Maschinen und Anlagen und Prozesse.